was in dieser Folge geschehen wird. Digga, der Typ ist gefährlich. Oh! Ach, guck mal, das ist die Schwachstelle von mir. So, Freunde, was wir machen wollen ist, wir wollen alle Zombies beseitigen. Boah, Digga, das war richtig Bluff gerade. Oh nein, die Zombies kommen. Komm her. Okay, Nummer 1 besiegt. So, wir wollen jetzt die ultimative Lösung gegen die Zombies, Digga. Gegen die Schattenzombies. Was ist die ultimative Lösung? Was wird die ultimative Lösung gegen die sein? Ich habe da was, Freunde. Ich habe da eine ziemlich nice Idee, okay? Da müsst ihr mir einfach vertrauen. So, wir gehen jetzt mal hier rüber. Boah, der 128er war sehr lecker. Bitte Blue Life, bitte einmal Blue Life hier. Dankeschön. Dankeschön, dass ihr auch mal gönnt. Ey, warte. Ist ja irgendwo vielleicht ein... Ah, Digga. Hätte er den auch am Leben gelassen, damit wir die Kiste abchecken können. Okay. Lamborghini ist da. Gegner ist da. Alle abgetaked. Oh, ich hätte die Waffe gebraucht, die ich brauche. Ich brauche die einfach gerade. Digga, ich merke schon, es wird jetzt schon eklig gegen diese komischen Goofy-Zombies. Freunde, oh, wir hören noch Zombies. Wir hören noch Gegner, meinte ich. Was für Zombies, ey. Ich bin da komplett los. Hab's genommen. Komm her. Wo willst du hin? Du Dreckiger, du Hässlicher. Der haut einfach ab. Er wechselt den Wagen. Der Typ ist ja überprofessionell in dreckig sein. Der war ja überprofessional. Wow, also wie kann man in dreckig sein sogar so gut sein? Also der Typ war in dreckig sein einer der Besten gefühlt. Geh weg mit dir, Dark Shadow. Also, schade, Digga. Der Typ mit dem Lambo wahrscheinlich war der Typ, der... Wer hat die Tresorkarte? Ich check es nicht, Freunde. Wer in Gottes Namen hat die Tresorkarte? Von einer ganz anderen Stadt gehabt. Da ist ja doch der kleine Goofy. Oh! Kleiner Hacker, entspann dich mal. Also, Freunde, wir haben den Hasen auf jeden Fall erledigt. Der Plan ist jetzt wie folgt. Wir krallen uns eine MG. Das ist die Waffe gegen die Zombies, Digga. Das ist die Waffe gegen diese Goofy-Kinder. So, dann gehen wir noch hier weiter. Brauchen wir von Dr. Doom noch was krallen? Magiebombe oder Handschuhe? Ja, Handschuhe für Mobility, komm. Let's go. Ich sag's euch, die Waffe mit 208 SPS. Noch immer die stärkste Waffe im Game. Digga, stärker als diese komische Drum-Gun-Knacks-Knarre da. Boah, wir gucken erstmal. Erstmal machen wir alles auf. Boah. Ja, Mann, ist Spaß. 12. Oha. Boah, ich habe gehört, die wurde ja hochgesneakt, ne? Wie viel Schaden macht sie jetzt eigentlich wieder? Ja, ist süß, ne? Warte, wie kann das auf jeden Fall hier das hier, Freunde? Dann machen wir das so, dass wir noch die Pumpgun mitnehmen. Und dann nochmal das hier. Digga, Freunde, wir sind hier überkrass equipped. Oh mein Gott, Digga, die Zombies können kommen. Man muss sich auch mal gönnen. Ich passe lieber auf, Digga. Lieber nicht so nah gehen. Da hinten ist jemand gestorben, sich gerade. Er hat mit Kampfschrot wird er alles kaputt gemacht. Da sind so einige Gegner noch, oder? Oh, wow, wow, wow. Das ist jetzt nicht gesund dann da vorne. So, jetzt bin ich gespannt. Ist abgelenkt. Haben wir direkt umgebracht. Komm jetzt. Ja, keine Chance, Digga. Der Besen ist eigentlich auch das Ding gegen die Zombies, ne? Weg mit dir. Ich weiß nicht, Freunde. Was auch. Ich habe so viele Möglichkeiten gerade hier, ne? Boah, wir hören welche. Ja, Mann. Ist ja unsichtbar. Okay. Gefällt mir. MG ist, glaube ich, hier die Wahrheit. Ey, komm. Wir testen mal den Hasen aus. Warum nicht? Die MG ist schon das krasseste Item so auf den, glaube ich. Aber ich glaube, der Besen hat auch schon seine Vor- und Nachteile. Das sind auf jeden Fall die besten Items, Freunde. Das goldene Scar, lila MG und der Besenhase. Wichtig. Ja, also wenn man mit der Scar umgehen kann, Freunde, ne? Digga, der Scar ganz gefährlich, ne? Da wird man schon teilweise weinen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesniped oder so. Ah, da ist noch jemand. Digga, der kreist hier Loot. Boah. So, Freunde. Den haben wir easy getaked. Oh, Digga, man kann sie gar nicht treffen. Der ist unsichtbar. Oh, das ist, glaube ich, deren Fähigkeit, ne? Boah. Da vermisse ich schon die MG. Da merkt man, Digga, MG ist anderer Schnack. Weil
Der Vorteil einer MG ist dadurch, dass sie so ein Überspray hat, Digga. Du kannst einfach rumschießen. Und dann ist das Ding vorbei, Digga. Jetzt so mit der Scar, Digga, merke ich, auf Range ja, auf Low Distance nein, Digga. Shotgun kannst du sowieso kaum treffen, weil du hast irgendwie kein Auto-Aim auf die. Gerade wenn die unsichtbar sind. Boah, ganz schwierig. Also wirklich ganz schwierig mit den komischen Zombies hier. Ganz eklig. Aber dafür haben wir unseren Besen. Wenn es zu stressig wird, machen wir einfach den steppenden Hasen. So, Metz haben wir aber auch genug. Wir hören auf jeden Fall noch einige hier. Keine Ahnung, wo die sind, Freunde. Wir haben auch nicht mal so viele Gegner, ne? 9 Stück. Das Ding haben wir gleich gewonnen, Freunde. Oh, ne. Oh ne. Digga, der Typ ist gefährlich. Oh! 1, 5, 6 Schaden, Digga. Der wird als Zombie auf jeden Fall Stress machen, ich merke schon. Oh mein Gott, das wird wehtun. Das wird wehtun, Digga. Ich muss schnell einen Riff nehmen. Ich muss schnell einen Riff nehmen und abhauen. Komm, 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 komm. Ah! Let's go, rein in die Zone, rein in die Zone, rein in die Zone. Kein Stress, kein Stress. Okay. Unnötigen Schaden kassiert. Lass mal kurz gucken, ob hier noch irgendwo ein paar süße Hasen sind. Sieht auf... Oh, da... Ah, da sind da wirklich welche. Krass. Die sind da ernst am Fighten, aber dieses komplett Ernste. Wow. Das ist eine Ehre. Wow. Okay, Freunde, ich merke, es wird gefährlich. Es wird wirklich gefährlich gerade. Es wird gefährlich. Nein, das macht er nicht. Gut, dass ich richtig viele Buildings hatte. Jetzt weiß ich, mit wem ich hier gerade anlege, gegen Mr. Iron Man. Ich habe ihn so umgebracht, Digga. Der Beste. Das waren auch diese zwei mächtigen Triads hier. Oh mein Gott, ich bin fast, ich schwör's euch, ich bin fast runtergefallen. Ich bin einfach fast runtergefallen, ne? Ich bin so am Start gerade. Ach, guck mal, das ist die Schwachstelle von dem. Ganz schnell, Freunde. Das muss immer so ein schnelles Ding werden. Also ich fühle mich hier oben komplett safe, Digga. Ich kenne genau deren Schwachstellen, die können nichts machen. Ich habe die besten Waffen gegen die gehabt und ich habe noch den Highground. Und der Master-Modus ist... Boah, wer schießt auf mich? Let's go. Wo ist er jetzt hin? Jetzt wolltest du wegriften, ne, du kleiner Goofy, Digga. Da wollte er direkt abhauen, wenn er gemerkt hat, ApoAD pusht. So, wir haben jetzt noch, wie viele Gegner haben wir überhaupt? Ich glaube, ein Zombie und 3 normale Gegner, oder wie sieht's aus? Jetzt 2 Zombies und 3 normale Gegner. Ja, Digga, Leute, ich glaube, das Ding haben wir geritzt. Ganz ruhig, okay? Ganz ruhig. Der wollte ja direkt Rache an den Allerechten nehmen. Wir haben 3 normale Gegner, 1 Zombie. Das heißt, 30 Kills können wir hier machen, auf süß. Wir holen uns mit den Rift, Freunde, die beste Position. Wir benutzen auch mal einen Rift. Wir chillen erstmal, beobachten die Lage. Ich sehe, da ist jemand. Da will er beim Highground noch stayen? Smarter Typ. Smarter Typ. Oh mein Gott, ich habe ihn so gelasert. Oh mein Gott, ich habe ihn so gelasert. Ja. Kann ich das nicht abknallen? Ja, schade, kann ich nicht. Okay, seine Ehre wurde auf jeden Fall genommen, Freunde. Wir haben noch einen Gegner und 2 Zombies. Und die Zombies kann ich genau von hier gut beobachten. Wo ist der letzte normale Gegner eigentlich, Digga? Du willst das nicht, du willst mich doch nicht direkt pushen, ne? Ja, das war's mit denen auf jeden Fall. Ein Zombie, ein normaler Gegner. Das sind 200 Meter oder so. Digga, Blumen sagt er komplett, halt's Maul. Ich habe ihm 3 Hits gegeben. Kurz nachladen, vielleicht zeigt er sich dann. Oh, Digga, ich bin ein Hacker. Ich wollte eigentlich den Baum kaputt schießen, ich habe ihn getroffen. Ich habe jetzt nur noch einen normalen Gegner. Ich sehe da hinten einen Bot. Kann das sein? Ey, das ist doch... Ich wusste es. Der gehört zu ihm, der Bot. Guck mal jetzt. Oh mein Gott, 3 Hits, glaube ich. Wow. ApoAD bleibt der beste Spieler auf dem Universum. Was macht er? Wie hat er davon? Ist sein Ernst?
Digga. Digga, der Typ ist ja komplett wahnsinnig. Er hat den goldenen? Wo gibt's denn den dann? Digga, was für ein Schaden, Freunde. Leute, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Ey, Digga, dieser Kürbiswerfer ist auch nicht schlecht, aber Digga, irgendwie, der kann sich aber selbst töten. 40er Prezi, hä? 40er Prezi, aber ich hab voll viele Shots nicht getroffen. Digga, Freunde, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Mega geile Runde. Das sind auf jeden Fall die verrücktesten Waffen gegen die komischen, ekligen Ekels-Zombies. Boah, die sind übelst am Nerven, Freunde. Aber wir haben es easy hingekriegt, Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal, der Allerechte und Tschüssilein.